Good morning, Mr. Jones. Yeah, I guess you're right. May I help you? No, thank you. How was your night? Full of Swedish people. Nina! They are really different. Not like a Danish. I would say even louder. Ich komme! I can hear you when you practice, you know? I would love to see you on stage. Überraschung! Antonio hat angerufen, Sie brauchen mich nicht vor Montag. Wieso das denn? Weil preußische Tugenden dort nicht so angesagt sind wie bei uns. Freust du dich gar nicht? Doch, natürlich freue ich mich. Aber so geht es doch nicht. Immer dieses Hin und Her. Ich meine, wie soll man da überhaupt eigentlich noch irgendwas planen? Eddie, wir haben das ganze Wochenende. Das ist genau wie beim Burgreiter und seinem Krimi. Die machen ihr Ding und ich muss reagieren. Ich weiß echt nicht, was das soll. Ist ja klar. Die Anzahl an Bremskomponenten, die bei uns angeboten werden, ist mittlerweile so groß, dass selbst wir sie nicht auf Lager haben können. Das Sortiment ist einfach zu groß. Und der Kunde will immer frische Ware haben und so drehen wir uns im Kreis. Wir rennen dem Ball hinterher, statt ein Spielmacher zu sein. Ich wäre ja dafür, eine gewisse Auswahl an sich selbst drehender Standardware verfügbar zu haben. Und du weißt auch, dass ich jederzeit dazu bereit bin, die wichtigsten Spezialkomponenten auf Lager zu haben. Aber ich muss halt irgendwann auch mal auf unsere Hersteller und Lieferanten zurückgreifen können. Es geht nicht ab. Der Jürgen weiß das. Alle wissen das. Und was passiert? Gar nichts passiert. So sieht's nämlich aus. Ich hab's dem Jürgen ungefähr 100-mal gesagt. Bei unserer Lagerkapazität muss man früher oder später den Lieferanten ins Boot holen. Sonst geht das Schiff unter. Wenn ich heute Abend grillen? Ich meine, wir reden hier über Sonderanfertigungen. Warum kapiert denn das eigentlich keiner? Was? Wieso? Kriegen wir Gäste? Dina, das geht nicht. Du kaufst einen. Ich schaff das einfach zeitlich nicht. Und mach das schon. Na gut, dann will ich aber auch Nachtisch. Und Klammerzeug! Ich liebe dich! Jetzt habe ich meine Tasche vergessen. Ich weiß echt nicht, was der Junge hat. Warum nicht auch mal der Oma denn? Mal hier. Ja, das verstehe ich nicht. Ich meine, klar. Lagerkapazität, das ist ein weites Feld. Aber Mann, wo ist denn jetzt mein Schlüssel? Ich muss los. Nicht wahr? Was ist das denn hier für eine Scheiße? Diese Scheiß-Hippies. Sorry, I think you forgot your coffee. Oh, thank you. Jürgen! Ja, grüß dich, du. Ja, ich bin auf dem Weg, ja klar. Ja, klar kann ich Hilfe gebrauchen.
Oh nee, warum denn den Donny? Du weißt doch, dass Samstag ist, Jürgen. Da wird die Kommune nicht mitmachen. Schick mir lieber den Araber. Ja, den, Ja, den, genau. Was? Achso. Du hast den, Okay, ja. Ja, dann, warte mal kurz, Jürgen, da ist er. Da ist er. Hopp, hopp, da rein. Komm schon, Donny. Hilf ihn. Jürgen. Ja. Ja, das weiß ich. Für die Artikel 247, ja. Okay, aber, ja. Nee, das, ja. Ja, aber wenn ich kurz hinzufügen... Was? Nein, nix, alles gut, ja. Ist gut, so machen wir das, ja. Okay, ja. Ja, das ist natürlich klar. Ja. Ja, ich will ja auch nur... Nein, das habe ich dem Kunden bereits schriftlich mitgeteilt. Ja. Ja, selbstverständlich. Ich werde mir den Burgreiter jetzt gleich mal persönlich vorknöpfen. Ja, das ist ja keine Art. Wir sind ja keine Kinder, nicht? Ja, nee, das ist gar keine Frage. Absolut. Ja. Ja, gut, ich sag's ja, nicht? Kindergarten. Wie bitte? Kindergarten. Nein, das habe ich ihm so natürlich nicht gesagt, aber so kommt es einem eben manchmal vor. Nee. Ja, mache ich. Kriegen wir hin. Ja. Okay, Jürgen. Ja. Ja. Ich leg sofort los. Ich melde mich umgehend, wenn ich da eine Rückmeldung habe, ja? Da! Elion? Ich grüße Sie, Herr Burgreiter. Ja. Doch, doch, das sieht alles ganz vernünftig aus. Ja, ja. Ah, selbstverständlich. Ja, niemand will 4 bis 6 Wochen auf Standardartikel warten. Ne? Aber Sie kennen ja den Jürgen, ne? Ich meine Herr Keller. In der Zeit müssen wir ganze Anlagen liefern. Nein, nein. Das mache ich auch nicht. Ja? Ja, ich habe mit dem Herr Keller erst mal gesprochen und habe ihm gesagt, dass er jetzt erstmal tief einatmen soll. Ich kläre die Sache. Ne? Von Mann zu Mann. Aber klar. Ja, ich krieg das hin. Ja. Notfalls fahre ich da selber vorbei. Spinnst du? Wie bitte? Nein, ich bin gerade im Lager. Gut, also, Herr Burgreiter, ich übernehme das jetzt. Ne? Gut. Kriegen wir hin. Ne? Und sonst mit der Familie? Alles in Not? Da kann man nichts machen. Ja. Gut. Echt? Auf jeden Fall. Ja. Also, na, sage ich euch erstmal schönen Dank. Und grüßen Sie den Herrn Schober von mir. Hm? Ja, alles klar. Ja. Adele, Herr Burgreiter. Adele. Na, fertig? Ja.
Ed? Was gibt's, Junge? Könnte ich heute dein Auto zum Fahren haben? Wie bitte? Nur so 1-2 Stunden. Wo willst du hin? Zu den Autos. Zu dir würde am besten ein kleiner Japaner passen. Obwohl, mittlerweile kommen die Koreaner ja auch ganz gut mit, nicht? Hier so Kia, Hyundai. Also ich meine, für einen Einstieg wäre das sicherlich keine schlechte Wahl. Ich meine, ist klar, irgendwann, falls du mal aufsteigst, da kannst du dir sowas mal überlegen. Aber in deiner jetzigen Lage, da solltest du unbedingt die Finger davon lassen. Das ist einfach zu teuer, der Quatsch. Aber dafür musst du dich auch nicht mit den feinen Herren über Lieferzeiten streiten. Ja, du bleibst sozusagen unterm Radar. Was ist das denn jetzt hier, bitteschön? Das gibt's doch gar nicht. Was sind das für ein Indianer? Auch noch ein Deutscher. Hier, halt mal. Warte mal. Entschuldigung! Sie wissen, dass Sie sich auf einem Betriebsgelände aufhalten. Ich bin gleich weg. So, jetzt muss ich. Wollen Sie hier die Nacht verbringen? Weil das ist nämlich nicht erlaubt. Also zurzeit machen wir das Tor nicht immer zu, weil hier gibt es ja auch gerade nichts zu holen. Also das ist jetzt wirklich das erste Mal, dass sich einer bei uns hier auf dem Parkplatz heimlich machen wollte. Nee, echt, das gab's noch nie. Naja, komm, ist auch ganz egal. Hab ja gar nichts mitgekriegt. Sonst gibt es ja auch eine Vielzahl an Campingplätzen hier. Und gerade außerhalb der Saison dürfte sich da auch preislich was machen lassen. Meine Frau hat es ja nicht so mit Campen. Aber Sie wissen ja, die Frauen sind im Leben die wirklichen Chefs. Nicht? Oh, also obwohl, also hier vor Ort bin ich natürlich schon der Chef. Was ist denn das da? Das frage ich mich auch manchmal. Kennen Sie Josef Beuys? Schon mal gehört den Namen? Okay, das ist ein berühmter Künstlerkollege von mir und im Rahmen einer Museumsausstellung hat eine Putzfrau am nächsten Morgen einen Teil seiner Installation entsorgt. Einfach ab in den Müll. Und seitdem gibt es bei uns so im Kunstbetrieb so ein Slogan oder Sprichwort: Ist das Kunst oder kann das weg? Das okay. Kann nicht weg, also ist es Kunst. Ja, gut. Also, ich würde sagen, das geht mich auch alles gar nichts an. Ja, Sie packen jetzt einfach in aller Ruhe hier Ihr Ding wieder und dann vergessen wir das Ganze. Ne? Nichts für ungut. Ja? Augenblick, ich sehe gerade, ich habe hier, das ist ein Flyer von meiner letzten Ausstellung, ja, wenn Sie den, aber für Ihre Frau vielleicht. Frauen ja, sind oft kunstinteressierter als Männer. Nehmen Sie ruhig. Ja, mal. Also meine Frau interessiert sich eigentlich mehr für Bademoden. Ja, ja, okay. Okay, trotzdem schönen Gruß an Ihre Frau. Diese verdammten Hippies, du, machen, was sie wollen. Sie packen auf der Stelle ihren Krempel hier zusammen, schauen, dass sie umgehend hier vom Gelände runterkommen, habe ich zu dem gesagt. Ja. Ja, das sind nämlich genau die, die erst Revolution machen und sich dann vom Staat unter den Arm greifen lassen. Sag mal, wo ist eigentlich meine Tasche? Einer muss hier ja mal Klartext reden. Weißt du? Ich kenne den Jungen jetzt seit 11 Jahren. Und da kann ich die Probleme natürlich ganz anders ansprechen. Quasi so von Mann zu Mann.
aber was dich betrifft. Ach, guck mal hier, der da. So, werden wir uns auch nicht mehr lange. Der geht auch bald ein in die ewigen Jagdgründe. Naja, aber was dich betrifft, da kann ich dir nur raten für die nächsten anderthalb Jahre. Mach, was er sagt. Und dann hast du deine Ruhe. Leiser. Du findest aber auch schon allein wieder zurück, oder? Also, ja, okay. Weil, also, ich könnte ja warten, ja, aber... Hör mal, Junge. Heute Abend werfen meine Gattin und ich einen Grill an. Und falls du noch nichts anderes vorhast, hast du wahrscheinlich. Aber egal. Wir sind da, ja? Ciao, Junge. Und denk dran. Erst Probefahrt und dann Dokumente prüfen. Meine Süße hat ein Händchen fürs Grillen. Share a glass of wine with me? Of course, it's my pleasure. Thank you. Did you write it by yourself? Can you make a living from it? Sometimes. Sometimes when I'm alone at home, I sing, well, just old songs my father used to listen to. My father loved American country songs. Yeah, he was a French engineer listening to American country songs. I don't have a lot of them. But you have Johnny. Yeah, we have Johnny. Johnny Holiday was one of the best. Presente, Johnny! For you. Diese Sprache nicht, seit mehr als 20 Jahren nicht. Ich habe dafür meine Gründe, jeder hat wohl seine Wunde. Doch wenn du zu mir rüber schaust, dann wohne ich in deinem Haus. Ich komme dich besuchen, wir könnten es versuchen. Er spricht sehr viel von Lieferzeit. Du sagst danach, ich bin dafür bereit. Bis nach Hause ist er nicht mehr weit. Eddie! Excuse me, one minute. Eddie? Was war das? Was? Geht da drüben. Der hätte euch ja jeder hören können. Ich kann singen. So, jetzt trinkst du erstmal ein bisschen Wasser. Wir könnten doch Mr. Jones einladen. Was? Ja, der kann so schön Klavier spielen. Wer? Mr. Jones? Wieso?
Das wird doch nicht sein. Haben wir denn genügend Fleisch? Alles da. Ja, haben wir Thüringer? Haben wir Senf? Haben wir Mayo? Haben wir Ketchup? Wo ist die Barbecue-Soße? Warum haben wir keine Barbecue-Soße, Dina? Du weißt doch, wie sehr ich Barbecue-Soße mag. Was soll das mit dem Nachbarn da? Der wohnt hier doch gar nicht richtig. Solche Typen, die kommen und gehen. Ich meine, das lohnt sich doch alles gar nicht. Und außerdem ist der Donny jetzt da. Und da finde ich es offen gestanden noch ein bisschen unpassend, wenn auf einmal dieser Typ hier aufkreuzt und umklippert. Ich meine, es war eine stressige Woche, Dina. Eddie, das weiß ich doch. Oh, doch! Also irgendwann ist auch mal gut, ja? Ich komme! Ich bin gleich wieder da. Mensch, Junge! Hey, Donny, bist du da drin? Komm schon! Ja, er war eben. Hä? Ja, er ist genervt. Hier steckst du, da hätte ich ja also auch lange da unten. Das ist für das Grillen. Ein Hähnchen fürs Grillen. Aber weißt du, ich habe meinem Freund hier gesagt, dass du ein Händchen fürs Grillen hättest, ja? Jetzt bringt der hier, oh, Donny, das wäre echt nicht nötig gewesen. Händchen fürs Grillen, zum Hähnchen. Darf ich mal vorstellen? Donny, Dina, Donny. Donny? Dina. Hi. Dina und Donny. Aber ich meine, wenn du Händchen und Hähnchen... Also ich weiß nicht, eigentlich haben wir doch genug Fleisch, oder, Dina? Hast du mittlerweile fließend Deutsch sprichst. Eddie, Donny könnte mir noch ein bisschen Dänisch beibringen, oder? Wie sagt man zum Beispiel, wollen wir grillen auf Dänisch? Skal vi grille. Skal vi grille? Ja. Skal vi grille? Eddie, skal vi grille? Wie sagt denn Ed ist der Chef? Komm, lass das. Ed. Erschäfen. Ed erschäfen. Dina, können wir? Ed erschäfen, Scotty, können wir? Ja. Jetzt hör doch mal bitte auf hier. Du, weißt du was? Ich schnapp mir jetzt diesen jungen Mann da und wir machen mal eine kleine Probefahrt, ja? Da mit deinem neuen hier. Ich meine, das dauert hier ja alles auch noch so ein bisschen, wie ich sehe. Lilith, hoi Billen. Kommst du mit? Du bleibst hier. Ed erschäfen. Ed erschäfen. Hi, Dina. Jürgen? Ja. Kein Problem, Jürgen. Nein, ich warte ja auch nur auf eine Rückmeldung. Also, am schlimmsten sieht es wohl mit den 200 S-Artikeln aus. Aktuell liegen wir mit der 2A1-Karte bei 6 Wochen. Ich weiß. Ja, ich... Hör mal. Ich sag... Junge, ich sag... Ja, ich sag dir nur, wie es ist. Genau. Und 4 Wochen bei der 200 SCBU. Nein, ich hab's ihm am Telefon schon mehrmals gesagt. Wir,
Wir kriegen das hin. Ich krieg das hin. Es ist ja auch noch gar nichts passiert. Hallo? Jürgen? Hallo. Fucking Mann. So eine Scheiße. Mann. Glückwunsch, Junge. Das ist ja eine ziemliche Überraschung. Es gibt 2 Jahre Gewährleistung, mein Junge, das musst du wissen. Und falls die da doof kommt, dann kommst du zu mir. Ja, weil so geht's nämlich nicht. Und wie gesagt, sollte sich der Jürgen in der nächsten Zeit bei dir melden und nach irgendwelchen Kundenbeschwerden fragen, dann schickst du den Guten einfach zu mir. Ja, ich kläre das persönlich, damit es da keine Missverständnisse gibt. Haben wir uns da verstanden? Ja, wir wollen in der nächsten Zeit, so gut es geht, noch auf Missverständnisse verzichten. Donny, du fährst etwas zu schnell. Weißt du was, Ed? Was denn? Du nervst, Ed. Ich weiß, Donny. Ich weiß. Sprache nicht, seit mehr als 20 Jahren nicht. Ich habe dafür meine Gründe, denn jeder hat wohl seine Wunde. Doch wenn du zu mir rüberschaust, dann wohne ich in deinem Haus. Ich komme dich besuchen, wir können es versuchen. Ich höre, wenn du singst. Schreibe dir ein Lied, du bringst mir deine Worte, es wird ein Liebeslied, du musst es jetzt nicht glauben, es reicht mir, wenn du singst, komm, setz dich hier daneben,
aus Worten wird ein Leben. Bin ich jetzt auf. Sieht man mich? Ja. Okay. Das hier ist Ove und Mikkel. Die müssen wir hier heute erwähnen, weil die haben uns sehr geholfen mit diesem Film. Wir haben hier gut gegessen. Sie sind locker, sie sind nett. Und wenn sie also auf dem Weg sind, wenn sie auf der Insel alt sind und auf dem Boot wollen wir vorbei hin, dann müssen wir hier auch. Dann ist man zu Hundslev. Und man will die Fähre nach Hundslev nehmen, dann kann man hier stoppen und das essen bei den beiden. Ja, 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 wenn man nach Fünen fährt. Wenn man nach Fünen fährt. Ja. Oder also, Erö. Oder Erö, genau, genau. Ja. Also das sind die Jungs für Gastronomie hier oben an der Küste. Ja. Ich bin Wurstpuscher. Ja? Was hört ihr? Wurstpuscher. Wurstpuscher, genau. Danke. 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 Danke.